Hallo und herzlich willkommen zur Demo von Forza Motorsport 7. Endlich ist sie da, ich habe lange darauf gewartet. Jetzt kann ich sie endlich auch am Mittwoch spielen. Und ich will nicht lange loslabern, ich drücke einfach mal direkt A. Und hier der Pagani, ne? Huiuiui, also das ist schon. Ich glaube, mehr Autoporno geht eigentlich gar nicht. Hier der Ford, hier der Gymkhana von Ken Block, Alter. Und das sieht, obwohl es nur die Xbox One ist, schon ziemlich. Oh, ziemlich gut aus. Hat er bisher nicht nur Sachen gesehen in 4K von der Xbox One X, die Screenshots, oder halt die, auch der Trailer war glaube ich auch in 4K von der Xbox One X, im Game-Material, aber oh, dann noch ein Audi A18, Alter! Und ey, die Grafik, das ist ja jetzt schon übertrieben geil. Wir fahren jetzt noch. So, wir haben hier Optionen jetzt kaufen, aber wir gehen jetzt mal in die Optionen. Ich spiele noch mit dem Controller. Ich werde die Demo jetzt erst mit Controller durchspielen in der Folge. Es wird nur eine Folge geben, diese hier. Wird ja alles machen heute. Und dann werde ich die Demo wahrscheinlich noch ein zweites Mal durchspielen und dann, wenn man denn gerade, dann werde ich gucken, ob ich halt lieber mit Lenkrad oder mit Controller spiele. Ich werde sicherlich mal in Let's Play irgendwann wechseln, aber jetzt halt gucken. Ich würde jetzt gerne die Verhalten, gehen die auch schon? Ich glaube noch nicht, oder? Das lassen wir erst. Moment. Doch, da. Bewegungseffekte. Ich lasse das erstmal so, wie das ist. Würde ich mal sagen. Grafik. Natürlich machen wir jetzt hier 4K an. Nein, Spaß. Das passt alles soweit. Okay, Verhalten kann ich doch noch nicht einstellen. Wir können hier direkt kaufen, aber brauche ich nicht. Ich habe das Spiel gekauft. Ich habe es ja vorbestellt. Das Ultimate Edition. Und wir können das entscheiden. Und zwar haben wir einmal hier den 2018er Porsche 911 GT2 RS, der brandneu auf der E3 vorgestellt wurde. Da könnten wir fahren. Und zwar, glaube ich, auf der neuen Strecke in Dubai. Die fiktive. Dann könnten wir noch fahren den 2015er Mercedes-Benz Tankpool Racing Truck auf Mugello. Und noch hier den 2015er Nissan Nismo GT-R auf dem Nürburgring. Wir fangen mal mit dem Porsche an, ne? Weil er ist halt. Porsche mag ich ja sowieso, wie ihr vielleicht wisst. Aber dennoch, der GT2 RS, der ist ja sowieso schon geil. Dennoch der neue davon. Das ist schon. Das ist sexy. So, wir drücken mal A zum Starten. Und ich muss wirklich sagen, also die Grafik, die ist, obwohl es nur 1080p, 60 FPS sind, das ist schon geil. Sogar noch den Fahrer hier auswählen, oder? Ausrüstung. Wir haben hier Motorradpolizist, das ist Kacke. Grazer, keine Ahnung. Team Forza Limettengrün, finde ich geil. Dann haben wir hier den Michael Müller. Doch kein Max Mustermann, schade. Dann haben wir noch in Dubai. Pro Rata Weiß. Und Rennklassiker Gau. Wir nehmen mal das mit Limettengrün. Das hat mir jetzt. Wir könnten sogar Geschlecht ändern, also man kann ja auch als Frau spielen, wenn man möchte. Ah, Fahrhilfen. Das finde ich doch schon sehr gut. Ideallinie. Braucht keine Sau. Bremsen machen wir ABS an. Lenkung. Natürlich Simulation. Traktionskontrolle aus. Stabilitätskontrolle aus. Schaltung. Natürlich Handschaltung. Schaden machen wir. Machen wir Simulation. Zurückspulen ein. Reibungsassistent. Achso, das ist ja eine neue Falle von Forza. Das ist, glaube ich, so, wenn man jetzt von der Strecke abkommt, ist man an diesem Kies wird und das ist halt sehr schwer da rauszukommen. Das ist, glaube ich, so eine Hilfe, dass man da leichter rauskommt aus diesem Kies oder aus dem Gras. Dass man wieder leichter zur Strecke findet. Scheiß drauf. Auch wenn wir nicht. Ware anpassen, was würde da gehen? Achso, das haben wir hier. Ey, ich wollte noch gar nicht losgehen. Nein, stopp, ich wollte zurück. Noch nicht fertig. Okay. Driver Tar. Wir haben die Möglichkeit zwischen neuer Rennfahrer, Durchschnitt, sehr erfahren, Pro. Wir machen erstmal Durchschnitt. Aggressivität einschränken. Oh, nö. Können euch fahren, wie sie möchten. Und sonst, wir haben hier zwei Runden, Streckenlänge 7,26 Kilometer. Okay. Rennstart. Ich habe wieder viel zu lang geredet. Und da ist das gute Stück. In seiner vollen Pracht. Ach du Scheiße, sieht das geil aus. Okay. Alter. Wow. Okay, das ist. Ach du Scheiße. Alles klar. Das wäre sich richtig komisch. Nicht im Sinne, dass es schlecht ist. Es ist halt mega ungewohnt.
kenn's halt nicht. Was ich aber blöd finde, und ich fand ich auch schon bei den ganzen Präsentationen blöd, halt, dass diese Kamera, dass ich hier die ganzen Anzeigen. Ach du Scheiße. Dass sich hier diese ganzen Sachen alle so komisch bewegen. Das finde ich ziemlich komisch. Echt? Ah, ich gehe nochmal zurück. Wieder der Zurückspulfabian am Start. Und vor uns ist eine wunderschöne Corvette. Party geht jetzt nicht, meine Freunde. Wo ist denn hier Perspektive? Ah, guck mal. Da haben wir. Ach du Scheiße. Alles klar. Okay, der Leistung, der Porsche, wenn er 700 PS. Dann haben wir ja noch Cockpit. Wir haben diese neue Perspektive. Das ist, glaube ich, für Leute, die ein Lenkrad haben. Weil dann sehen sie ja ihr Lenkrad halt im Spiel nicht, sondern nur ihr eigenes. Das ist ziemlich praktisch eigentlich. Und halt noch die, sag mal, typischen Enforcer. Aber ach du Scheiße. Oh, nee, warte, ich lasse das mal so. Oh Gott, ne, komm doch. Das ist halt was ganz, ganz anderes auch vor, als Horizon. Es ist auch keine harte Simulation hier vor Ort haben, Motorsport. Denken vielleicht einige, aber es ist nicht so. Es ist keine harte Simulation. Da seid ihr definitiv in der falschen Spieleserie. Es geht halt schon mehr in die Richtung Simulation als Forza Horizon. Ich muss sagen, der Sound vom GT2, der ist echt geil. Aber das fährt sich aktuell noch ziemlich halt komisch. Ich habe ja auch viel Forza Motorsport 6 gespielt. Nein. Okay, man merkt wirklich, der Porsche, der hat richtig Leistung. Und hat so viel PS, wenn Aventador. Muss man sich mal geben. Das ist halt nur auf Heckantrieb. Die Karre ist auch noch ziemlich leicht. Ich glaube auch nur minimal schwerer als ein GT3 RS, der 200 PS weniger hat. Aber das ist schon eine Ansage, der Wagen. Ich würde echt gerne mal wissen, wie gut der auf der Nordschleife ist. Ich würde mal tippen, eine Zeit von um die 7 Minuten auf jeden Fall. Ach du Scheiße. Okay, Simlenkung, das ist eigentlich, glaube ich, eher für Lenkräder eignet. Und nicht jetzt für den Controllerhalter, aber das juckt mich nicht. Okay, SRS, hallo. Wir sind gerade 14 da. Ach du Scheiße. Von 24. Aber der Sound von Porsche, der ist wirklich, der ist richtig gut. Die Strecke dabei finde ich auch eigentlich ziemlich gut. Dann gibt es sicherlich vielleicht auch noch, oder würde schönere Sachen geben. Jetzt für diese, naja, dann das Stein oder was ist das überhaupt hier? Diese Steine oder Wüste mäßig finde ich jetzt an sich nicht so das Schönste, aber es ist halt geil. Ich meine, in Dubai fahren, wer will das nicht? Dann gehe ich jetzt mal in die Cockpit. Weil die sieht auch ziemlich geil aus. Da zieht der Porsche richtig geil an. Nein, nein, nicht so weit raus. Nein, mein Freund. Wir bleiben schön auf der Strecke. Was ich jetzt auch endlich mal sehe, und zwar hatten ja auch viele Porsches in den anderen Vorzeiteilen, hatten ja auch im Tacho diese digitale Geschwindigkeitsanzeige. Halt, da steht da drin 3 und jetzt 160 km/h. Und hier steht auch endlich mal die Anzeige, oder ist halt das alles in km/h. Weil bei den anderen Porsches, da war es eigentlich alles immer Meilen. Sondern da stand, weiß ich, 4. Gang und 110, das war aber dann halt Meilen. Total, das ist komplett anders als Forza 6. Ich habe es auch, glaube ich, 2 Monate nicht mehr gespielt, aber trotzdem, ich kann mich auch noch sehr gut daran erinnern und das hat sich ganz anders angehört. So, im Tunnel ist geil. Okay, mein Wagen, der ist nicht mehr so der heilste. Aber es ist eine coole Strecke, finde ich auf jeden Fall. Wie der Porsche von innen aussieht, Alter. Auch das Lenkrad, guck das mal an. Diese geile Textur. Okay, mein Wagen hat einen ziemlich behinderten Schaden. Ist das da Alcantara auf dem Lenkrad? Das Carbon in der Mitte des Lenkrads, ne? Spart halt Gewicht. Das sieht schon echt sexy aus, muss man ja mal sagen. Wer bei einer riesen Porsche fährt und dann noch der GT2, also das ist. Natürlich sowieso. Forza und Porsche zusammen ist sowieso eine sehr, sehr gute Sache. Meine liebste Rennspielserie, meine liebste Automarke. Das gibt's Besseres. Man merkt halt, dass auch der GT2 fast so wie den GT3 RS aussieht. Da sind schon halt deutliche Ähnlichkeiten. Was ich aber nicht schlimm finde. Weil der GT3, der sieht halt mal geil aus. Ist halt noch mal krasser, ne? Der GT3 ist halt schon ziemlich unspektakulär. Das war zu schnell. Deswegen halt noch ein GT2 RS, ne? Und falls es ihr vielleicht nicht weißt, der GT3 ist ja quasi die Rennvariante oder die sportliche Variante des Carreras. Hat er eigentlich auch einen Saugmotor deswegen.
Und der GT2 ist quasi die Sport- oder Rennvariante des 911 Turbo. Hat logischerweise dann auch einen Turbolader. Eigentlich sogar zwei, das Ding hier. Weil 3,8 Liter sind halt nicht so übertrieben viel. Deswegen, da brauchen wir noch ein bisschen Turbo für 700 PS. So ein ganz kleines bisschen. Haben wir auch eigentlich diese Telemetriedaten wieder? Gehen die dann an? Die waren noch immer auf dem Steuerkreuz. Okay, gerade finde ich sie nicht. Aber es fährt sich schon mal, es fährt sich gut. Es ist halt alles Gewöhnungssache, dass ich mich halt erst drauf eingewöhne. Aber es fährt sich wirklich gut, finde ich. Komm, um die Kurve rum. Ich finde auch das neue Hardpool, auch wie der Tacho aussieht, das sieht alles sehr geil aus. Die Strecke da oben. Ja, unten meine ich. Können wir ja gerade aber so überhaupt irgendwie gar nicht klar. Aber das sind gerade einfach gerade zu viele Eindrücke für mich, die ich eigentlich alle gar nicht verarbeiten kann. Weil es halt alles brandneu ist. Ich habe es vielleicht schon mal gesagt, das Spiel, das sieht halt von der Grafik, obwohl es nur eine Xbox One ist, es ist einfach unglaublich geil. Wenn ich jetzt noch bald eine Xbox One X hätte, werde ich dieses Jahr nicht haben, aber wenn ich die hätte, Alter, wie geil soll das denn bitte aussehen? Weil das hier ist schon, das ist schon übertrieben krass. Was soll davon die Steigerung sein? Also wir sind nicht sehr, sehr nah am Fotorealismus dran. Waren wir eigentlich schon letzten Teil auch, aber es wird halt jedes Jahr immer krasser. Die Spiele sehen viele immer besser aus als die anderen, als die Vorgänger. Das ist ja auch bei Forza Motorsport 7 jetzt der Fall, von meinem Eindruck bisher. Oh, nein, nein, nein. Moment. Das spulen wir zurück. So geht das ja nicht. Auch schön auf dem Heckflügel der Porsche-Schriftzug. Du hast halt auch im Motorsport jetzt vielleicht zu Ryzen ganz, ganz andere Bremspunkte. Bei Ryzen kannst du, weiß ich, bei einer Kurve kannst du richtig spät bremsen und hier musst du viel, viel früher auf die Bremse gehen. Bei Bremsen sind auch die Wagen hier viel instabiler. Warte mal kurz. Die Nase. Müssen die auch deutlich mehr aufpassen. Aber es bockt mega. Der Wagen, der fährt sich gut. Natürlich, wenn er heil ist, fährt er sich noch besser. Aber so ist der auch gut. Der ist schnell. Ich will auf jeden Fall mehr. Ich freue mich wirklich sehr, sehr aufs Hauptspiel. Ist ja auch schon nächste Woche Freitag rauskommt. Freitag kommt ja hoffentlich, wenn Amazon pünktlich liefert, mein Spiel an. Dann muss ich auch noch, um alles zu spielen, noch 50 GB runterladen. Weil auf der Disk sind ja nur diese 45 GB und die restlichen 50 sind dann als Download. Man kann das Spiel auch ohne den Download spielen, aber dann hat man halt nicht alles. Fehlen halt ein paar Sachen. Ich werde das Spiel erst spielen, wenn ich alles habe. Also werde ich wohl die 50 GB downloaden müssen, was auch schon bei mir ein bisschen dauert. Also eigentlich locker einen Tag. Ich versuche dann das Hauptspiel, wenn es weiterkommt, ich versuche es, dass es Samstag dann fertig ist, komplett. Dass ich es Samstag auch aufnehme. Hier, Best Racing Game. Das kann ich bis jetzt schon mal nachvollziehen. Und dass dann die erste Folge hoffentlich schon am Sonntag, das ist dann der 1. Oktober, ich glaube schon, dass dann da die erste, ja, ist dann da die erste Folge vom Let's Play online kommt. Drücken Sie Ihren Stil mit hunderten sammelbaren bla 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 aus. Solche 700 Autos von Forza und die größte Sammlung von Porsche, Ferrari und Lamborghini jemals an einem Rennspiel zum Release. Kann das Spiel jetzt kaufen und sieht dann nochmal eine Übersicht, was in den Editionen alles enthalten ist. Also, du hast halt in der Ultimate Edition alles. Das ist die beste Edition. Das heißt aber nicht, dass alle Inhalte, die jemals für das Spiel erscheinen werden, da drin sind. Deswegen, Leute, lest genau, was da drin ist. Einige beschweren sich so, das ist ja voll die Lüge, da ist gar nicht alles drin. Ich dachte ja, bei Ultimate ist alles drin. Ja, man muss das alles genau lesen, was da steht. Was da alles steht dort, die Punkte, das ist alles drin, der Rest nicht. Ist doch logisch. Da Early Access am 29. September. Das ist nicht mehr lange. Geh aber zurück. Ich gehe jetzt zum Rennen. Und jetzt fahren wir, kommen wir erstmal diesen dicken Trophy Truck, nicht Trophy, diesen Racing Truck. Das war ja ein DLC-Wagen in Forza 7. Ich glaube, in einem der letzten CarPacks war der. Da ich gerne CarPacks habe, bin ich den auch nie gefahren. Das ist mal ganz cool, ne? Ich meine, eigentlich so ein LKW, dann so Rennfahren damit, das ist schon ziemlich crazy. So, Gran Turismo nehme ich schon mal nicht. Wir haben Team Forza Rosa, auf jeden Fall. Das unterstreicht, achso, erstmal Geschlecht ändern. Jawohl. Haben wir noch Fleisch?
Scheiße. Boxencrew. Und hier Autodromo Internationale del Mugello. Das passt doch schon viel mehr. Wir haben noch, genau, Porter Schwarz und Rennklassiker Weiß. Wir nehmen mal das hier. Verhelfen, das lasse ich eigentlich erstmal alles so. Also ich denke mir auch, dass sich dieser Truck, dass er sich ein bisschen leichter fahren wird als der Porsche. Ich mal sehr stark von aus. Der hat bestimmt sogar mehr PS als der Porsche. Also der Truck, der wiegt halt auch einiges. Der wiegt schon ein paar Tonnen. Ich weiß nicht, was die Dinger wiegen. Ich schätze mal so 3 Tonnen auf jeden Fall. Kann das aber wirklich nicht sagen. Das sind alles reine Schätzwerte. So. Autodromo Internazionale del Monza. Die Gesamtstrecke. Und ich guck mal kurz auf meinen Aufnahmebildschirm, ob da auch alles läuft. Ja, da läuft alles, ist wunderbar. So. Auch jetzt mal so ein Vergleich, ne? Der Fahrer, daneben der LKW. Der LKW ist einfach größer, der passt nicht mal ins Bild rein, so riesig ist der. Porsche passt da ins Bild easy rein, der LKW einfach 5-mal so groß. Steht da Stoßecke an der Seite? Vorne? Okay. Okay, wir starten. Mugello ist ja eine Strecke aus Forza Motorsport 4. Jetzt quasi ihr Debüt auf der Xbox One. Alter, ist das Ding riesig. Ich habe die Strecke damals echt gerne gefahren, die war echt gut. Gas, Junge. Ja, für so einen LKW ist der aber schon ziemlich schnell, ne? Aber warte mal, mit dem Cockpit. Okay, ja doch, Cockpit. Wie viele Gänge hatten wir, Alter? Okay, 8 Gänge. Das ist aber irgendwie geil, finde ich. Oh, der Tech-Attack, oder? Ja. Ich drehe jetzt einfach vom Wagen, ne? Der dreht ja quasi nichts. Oh, der ist aber fucking schnell. Der Sound, der ist ziemlich strange. Und der Truck, der ist, denke ich mal, ein Diesel. Wenn man also mal die Drehzahl anguckt. Ich meine, der dreht halt nicht hoch. Was? Der ist echt geil. Auch die Cockpit an sich, ich finde die richtig gut. Die ist deutlich besser als in Forza 6. Ich meine, die war auch schon da jetzt nicht schlecht, aber da hat man halt nicht so wirklich die Sachen alle so genau erkannt. Hier kann man schon, das ist deutlich besser gemacht. Sieht deutlich besser aus. Echt eine wirklich Verbesserung. Ah, vorbei. Ich finde das. Ey, hallo. Nein, nein, bitte nicht. Okay. Ich finde den Truck voll geil. Es gibt ja, glaube ich, im Spiel von dieser Klasse nur diesen einen Mercedes-Truck. Ich glaube sogar nicht mal eine andere Regierung. Aber kann man sich ja sowieso downloaden. Wird auch bestimmt wieder Leute geben, die hier Designs machen dafür. Ich mal sehr, sehr stark von aus. Aber das ist ein cooles Ding, finde ich. Wie dreht man eigentlich? Okay. Ich kann den deutlich länger ausdrehen. Bis halt deutlich früher bremsen. Ist ja auch nicht schlecht. Aber das Ding ist, das ist echt cool. Mir gefällt das sehr gut. Okay. Also Drehzahlbegrenzer kannst du quasi auch schön mitnehmen. Fängt der Wagen quasi erst an, schnell zu werden. Der Talk, der fährt sich richtig gut. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Hallo, mein Freund. So, genau, das ist vorbei. Hast du den Porsche richtig verkackt und jetzt hier. Oh Gott! Oh Gott. Ich finde den Truck hier eigentlich relativ gut dabei. Und er fährt sich auch deutlich angenehmer. Leichter zumindest. Angenehmer würde ich jetzt vielleicht noch nicht sagen. Das ist halt zum Spielanstieg wäre das einfacher gewesen, aber hart. Ich war zuerst Porsche, ne? Ich werde gleich mal die Sicht wechseln. Das ist wieder diese Lenkradsicht. Okay, man sieht quasi vor sich nichts. Also würde von mir in die Auto fahren, ich würde das nicht sehen. Der Truck ist einfach so riesig. So sieht man schon mehr. Alter, da fehlt fast 200 das Ding. Scheiße. Muss man uns wieder bremsen.
Ich bin gerade mit einem LKW 200 km/h gefahren. Okay. Das Ding ist krank. Ich würde gerne mal wissen, wie viel Leistung das Ding hat. Das würde mich echt mal mega interessieren. Ich tippe mal mehr als der Porsche. Also noch mehr. Porsche hat ja schon nicht gerade wenig, aber noch mehr. Hat auch sowieso deutlich mehr Drehmoment. Auf jeden Fall ein paar Tausend werden das sein. Ich denke mal so, oh, 2000 Newtonmeter würde ich schon haben. Ja, obwohl 2000, ja. Könnte sogar passen. Auf jeden Fall über 1000. Ich meine, das ist doch ein Diesel, ne? Das ist ein LKW. Die haben viel Drehmoment. Die brauchen viel Drehmoment. Wie hier abgeht, ne? Also KI kommt noch nicht so hinterher. Ich bin ja mit dem Ding relativ gut, mit dem Dickschiff. Ja, der Wagen ist ein Dickschiff und ich habe nicht mehr was dagegen. Ist doch schön. Fährt sich wirklich sehr, sehr angenehm. Mega viel Spaß. Der macht das hat, da rechts der Tacho, das sieht so geil aus, finde ich. Sieht echt richtig geil aus. Mit dem Schalten, dass er auch zahlrot wird. Ja, das wird wenigstens wahrscheinlich interessieren, aber ich finde es geil. Und da links eine kleine Rückfahrkamera, so Art. Ich werde sehen, was hinter uns ist, weil Rückspiegel ist halt nicht, ne? Ist halt hinter uns eine geschlossene Wand. Kann man nicht nach hinten gucken. Und Seitenspiegel, man sieht, denke ich mal, da auch nicht so viel. Was so eine Kamera auch mal nicht so schlecht, dass man sieht, wenn man überholt wird zum Beispiel, oder ob einer knapp hinter einem ist. Das ist schon nicht ganz unwichtig bei so einem Koloss. So. Gleich mit zur Kurve und dann durchs Ziel, diesmal als erster. Nicht da irgendwo hinter der Mitte fällt. Dann mal gucken, was mit dem Minister Nissan ist. Den werden wir, glaube ich, auch im Regen fahren. Verkehrsstrecke in Höhe bringen. Wird auf jeden Fall rutschig werden. So. Da geht's aufs Ziel zu. Mit einer Rundzeit von gut 2,5 Minuten. Ich bin zufrieden, muss ich sagen. Mit 190 durchs Ziel mit einem fucking LKW. Das ist nicht normal. Aber es ist hammergeil. So. Rundenzeit sieht auch soweit sehr gut aus. Ein bisschen besser als die KI vielleicht. Ein kleines bisschen. Aber wir haben Dreck, also unsauber. Fahren wir, so geht das nicht. So geht das nicht. Natürlich wieder hier immer nach unten scrollen. Wo geht denn das hier? Ah. Natürlich wieder hier 24 Leute. Doch alle jetzt ins Ziel gekommen. Ja, Best Racing Game E3 und Gamescom 2017. Ganz viele Awards. Bla bla bla. Das kann ich ja alles überspringen. Oder auch nicht. Genau, gewinnen den Drivers Cup. Bitte worden. Das wieder kaufen oder wieder ablehnen. Wir fahren das dritte Rennen. In unserem wunderschönen GT500 Rennwagen. Der war, glaube ich, auch in Forza Motorsport 7 DLC, war aber Teil des All-Stars Carpacks in Horizon 3, was ich hier hatte. Bin den Wagen da auch mal gefahren, aber sehr selten. Wir haben hier Ukyo Tagaji, kenne ich nicht. Den Forza Türkis, der wahre Jacob und Astronaut Modern. Alles klar, als Astronaut ist er behindert. Haben wir natürlich Onnegoring, ne, klar. Ist doch schön mit der Farbe. Denn eine richtig männliche Lackierung. Potata Pink. Ne? Rennanzug. Dings da. Und Rennklassiker. Hellblau sieht irgendwie ein bisschen alt aus. Wenn ihr mal Nürburgring, ne? Das sollte doch passen. Ist sogar selten. Und dann Rest, den lassen wir so. Wir haben wieder 2 Runden. So, muss noch warten. Es lädt noch. Aber man sieht schon, die Strecke, ja, ist auf jeden Fall geil. Auch bei Nacht. Gibt ja auch jetzt dynamisches Wetter in Forza Motorsport 7. Auf allen Strecken natürlich. Also das Spiel, ich freue mich wirklich sehr. Ich freue mich meistens auf Horizon auch ein bisschen mehr, obwohl ich eigentlich Motorsport geiler finde. Ist eigentlich ziemlich komisch, aber es ist so. Bin doch quasi mit Motorsport aufgewachsen in Forza. Ich hatte ja Forza Motorsport 2, 3 und 4 und dann kam erst das erste Horizon.
Dann Horizon 2, Forza 6, Horizon 3 und jetzt dann halt Forza 7. So. P-Strecke. Das ist quasi nur die kurze Variante, nicht die komplette Nordschleife. Ja, nicht schlecht, aber wenn wir bestimmt noch alles in Let's Play fahren, kommt alles mit der Zeit. So. Da haben wir ein paar Anschlüsse auf der Scheibe, was ich nicht lesen kann. Haben wir eine schöne GT-Anlage vor uns. Sorry. Oh, Viper, Audi. Endlich alle GT-Rennwagen aus Forza 6 sind drin. Auch die DLC-Wagen. Im GT-Feld gibt es nicht wirklich neue. Ich glaube, der 2017er Bentley ist dabei. Und sonst halt eigentlich nicht viel. Oder eigentlich gar nichts. Hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, aber es ist so. Vielleicht kommen die alle per Forza-Ton. Oder ein paar. Das würde ich ganz cool finden. Wenn sie auch noch Highlights so mit dem Forza-Ton kommen würde. Das wäre echt genial. Und man sieht schon, gleich regnet es. Das ist natürlich auch so ein bisschen vorprogrammiert, dass man auch mal den Regen hier sieht. Aber das ist halt dynamisch. Kann auch in der nächsten Runde wieder nicht mehr regnen. Könnte so sein. Das könnte halt jetzt erst nicht regnen, sondern erst kurz vor Ziel regnen. Das kann alles passieren. Man hört, dass der Nissan nur einen Vierzylinder hat. Klingt für so einen Motor auch geil, aber ich fahre einen GTR, ich will keinen Vierzylinder haben. Kann ich auch mein Opel Corsa fahren, der hat auch einen Vierzylinder. Aber der ist trotzdem nicht gerade langsam, der Wagen. Fährt sich angenehm. Gerade 11. von dem Ferrari. Ist ja nicht gut, ich hätte mal links überholen sollen. Links versuchen sollen. So, 48 ist ein GTLM. Ich glaube schon. Fällt sich richtig geil an bei dem Bentley. Davor ist noch ein Porsche. Ey! Ein RSR. Oder da war ein RSR. Jetzt nicht mehr. So. Ja, Gewitter, alles da. PZ4, der Top Speed. Okay, McLaren. Das war dumm. Vorne haben wir noch ein SLS. Ich glaube, ich habe auch schon einen Ford GT Le Mans gesehen. Aber der GT ist geil. Mann, ey. Da ist noch ein Ferrari, da ist eine Corvette Z1. Die ist auch wieder aus Forza Motorsport 4 zurück. An sich sind hier sehr viele Wagen im Spiel aus Forza Motorsport 4 oder auch 3 zurückgekehrt. Was ich sehr gut finde. Bin ich schon wieder. Bremsen wir immer zu spät. Unter anderem auch, was sich auch viele gewünscht haben, irgendwas Auto mit einem VC-Motor. Das ist im Hause BMW. Richtig, und zwar der M6 und der M5, der ist auch zurück. Wir haben beide auch den M5 ist, glaube ich, E60 soll das sein. Und der erste M6, weil mit dem V10-Sauger. Und jetzt auf Next Gen, das wird, glaube ich, richtig geil. Ich freue mich sogar eigentlich mit am meisten auf den M6. Es tut mir leid, McLaren. Es ist halt so, auch der Regen, ne? Ich meine, der sah schon im Forza 6 geil. Ist ja keine Frage. Wir sehen, das ist halt nochmal alles noch deutlich besser. Obwohl es die gleiche Konsole ist. Das finde ich irgendwie krass. Hallo, Aston Martin. War schön. Sind wir auch quasi. Oh shit! Das war die Corvette Z1. Ich habe ja auch im Forza 6 so richtig riesige Pfützen waren hier. Wo du quasi durchgefahren bist und keine Kontrolle mehr hattest. Wo das fast unmöglich war. Haben sie auch quasi deutlich entschärft. Ich meine, die Pfützen, die können sich bilden, aber nicht so, dass diese immer da sind. Das ist ja so, wirklich richtig tiefe Pfützen waren das ja in Forza 6. Die waren nicht unnormal tief, auch teilweise an Stellen, wo eigentlich gerne so tiefe Pfützen sein könnten. Oder sich gar keine Pfützen so. Das war halt wirklich ein Hindernis. Ich habe auch meistens versucht, die so halbwegs zu umfahren, dass ich nicht durch die durchfahren muss. Die haben sie halt auch quasi das richtig gemacht. Das wird jetzt deutlich realistischer und besser vor allen Dingen. Und die Pfütze, die habe ich gerade trotzdem noch gemerkt. Okay, dass ich kurz vieles bin. Der ist einfach geil, ne? GTR ist sowieso schon geil. Nur als Rennwagen ist nicht verkehrt. Ja, beschweren kann man sich dann normalerweise eher weniger. Das ist da vorne, glaube ich, ein M3 GT2. Der zweite, Alter. Voll geil. Das
ist mir gar nicht aufgefallen. Ich dachte, wo ist denn die KI eigentlich? So, ja, ich bin zweiter, ne? Das ist nicht mehr viel vor mir. Ich hab wieder, ich hatte im dritten Gang Respin bei 160, alles klar. Ah. Wenn auch, muss ich sagen, relativ fair gefahren. Vielleicht in zwei Kurven nicht ganz so, wo ich da eigentlich verbremst habe, aber das kann ja auch mal passieren. So, Regen hört auf, die Strecke wird wieder allmählich trocken. Bringt uns aber nicht viel, denn das Rennen ist sowieso jetzt vorbei. Bin die Kurven bis zum Ziel und, aber ich bin Erster. Boah, Alter, wie geil das aussieht, noch da hinten. Huiuiui. Alter. Gibt's eigentlich hier den Fotomodus jetzt schon? Nö. Das ist erst im Hauptspiel. Ich will jetzt sogar mal mir das alles hier angucken. Oh! Alter! Wie das aussieht! Einfach geil. So. Zack! Das war richtig geil. Alles klar. Es hat wirklich sehr viel Spaß. Okay, der Wagen ist R-Klasse. Okay. Da hat mir noch ein M3 GT2 gefahren. Die Kreuzer der 1, 458 8 GTC war das. Das hat SGT3, erstmal DBR9, Z4 GTE, 12C, Porsche. Wir haben noch ein GTL auch dabei. Der Bentley. Haben wir hier. Was? Achso, ein Lambo hier, ein Super Trofeo. Da kam das, glaube ich. Da habe ich schon gesagt. Natürlich eine Viper GTSR haben wir noch am Start. Ach, hier Maserati, auch ein C-Trofeo. Gab es ja auch in Forza 6 als DLC-Wagen. Der Jaguar XK als GT-Rennwagen. Und natürlich ein Audi 8 LMS Ultra. Gold C7R. War schon geil. War wirklich sehr, sehr geil, muss ich sagen. Naja, das wollte ich euch erzählen. Also mein Eindruck von der Demo. Auf der Skala von 0 bis 10 war die Demo eine 15. Eine geschmeidige 15. Also war mega geil. Ich bin wirklich, es war grandios. Ich werde die Demo nochmal spielen und zwar mit Dings Lenkrad. Mache ich wahrscheinlich sogar jetzt im Anschluss. Das werde ich jetzt aber nicht aufnehmen, weil zweimal das gleiche sehen, das bringt eigentlich nichts. Ich wollte erstmal mit Controller fahren. Zum einen gewöhnen, ganz kurz. Aber war wirklich toll. Man war jetzt nur drei Rennen, war jetzt nicht so eine lange Demo, aber ist ja auch nicht so schlimm. Man hat trotzdem einen sehr schönen Eindruck bekommen vom Spiel, finde ich. Man hat einiges gesehen. Auch gesehen im Sinne von einer Augenweide ist das Spiel. Meine erste Forza typisch, die sehen eigentlich alle gut aus, die Spiele, aber das ist halt natürlich jetzt wieder. Ich frage mich mal, wie die das machen. Weißt du, die anderen Spiele, auch Forza 5, sah schon gut aus, aber jetzt. 4 Jahre später ist es eigentlich die gleiche Konsole, die gleiche Technik, aber das Spiel sieht einfach so viel besser aus. Doch so bietet so viel mehr Sachen. Es ist einfach geil. Ich freue mich wirklich, wie gesagt, mega drauf. Ihr hoffentlich auch. Ich habe einfach richtig Bock auf Let's Play. Ich habe auch wieder richtig Bock auf Aufnahmen. Ich habe das letzte Mal jetzt vor gut 3 Wochen aufgenommen. Ich glaube sogar, ja, vor 2 Wochen und 6 Tagen habe ich das letzte Mal aufgenommen. Ist wieder cool. Ich habe wieder wirklich Bock drauf. Dann hoffe ich, dass wir uns auch im Let's Play wiedersehen. Würde mich sehr freuen. Wenn nicht, ist das natürlich auch nicht so schlimm. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Und tschüss!